Hinten hinzukommen, ja, mit 5 Herzen schaffen wir das! Nein! 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 Ach, come on! Wir zocken mal wieder Get Down, liebe Leute. Ich habe einen wunderbaren Kommentar bekommen, und zwar von Timo Henne. Er meinte nämlich zu mir, ey Dom, mach doch mal ein bisschen was in Richtung Taktiken. Und er hat mir eine Taktik empfohlen, die ich doch jetzt sehr gerne mal anwenden möchte. Und zwar ist das die 700 bis 1000 Coin Taktik. Ich nenne sie mal einfach so. Und zwar soll ich mir von diesen Coins, die ich habe, sprich zwischen 700 und 1000, soll ich mir einfach mal 30 XP Bottles holen und dann quasi auf Stufe 3 verzaubern, und zwar ein Eisenschwert, und den Rest soll ich dann quasi, ja, in goldene Äpfel und vielleicht extra Herzen und auch die Billo-Rüstung, sprich Lederrüstung, holen, weil ich soll so angeblich die Leute relativ easy bekommen, und demnach sollten wir die Möglichkeit haben, dort eventuell die Typen dann auch locker zu besiegen. Und dann haben wir die Rüstung gegen die Diamanttypen oder Eisentypen, dann können wir uns die eben dann snacken. Das ist so seine Thematik gewesen. Ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen werden. Wir sind ja gerade hier dabei, erstmal runterzukommen anständig. Mal gucken, ob wir es schaffen werden. Wir haben nicht mehr allzu viele Herzen gerade, aber wir schauen mal. Da hinten komme ich, glaube ich, hin oder so. Ja, wunderbar, da komme ich hin. Wenn wir nach unten gehen, dann haben wir es fast schon geschafft. Sind wir auf Platz 1 gerade und relativ gut auch, muss man auch mal sagen dazu. Des Weiteren heute mal wieder ohne Facecam. Ich bin momentan immer noch so, ja, ihr habt ja alle geschrieben, ich soll unbedingt Facecam machen und so. Ich bin da auch eigentlich ein Befürworter für. Ich mag nämlich Wörter, die für einen sind. Aber ich habe irgendwie auch so, ja, ein paar kleinere Probleme irgendwie. Dann denke ich mir so, ja, ich weiß nicht, ist zwar ganz cool, aber ich fühle mich tatsächlich anders, wenn ich mit Facecam aufnehme, dann fühle ich mich natürlich beobachtet und irgendwie bin ich da nicht ganz so frei und offen wie jetzt gerade. Also ohne Facecam bin ich viel lockerer unterwegs und mit Facecam aktuell noch sehr, sehr so Popo-like, so Popo im Stock, Stock im Popo, so ist, glaube ich, richtig. Ja, wir haben die erste Runde gewonnen. Von daher glaube ich einfach, dass ich ab und an immer so ein bisschen switchen werde. Ich werde mal wieder ein paar Folgen machen, wo ich mit Facecam mache, um mich daran zu gewöhnen, aber eben auch ein paar, ja, Folgen machen, wie heute, wo ich ein bisschen ohne Facecam irgendwie kommuniziere. Ich glaube, es ist ganz gut. Wie kann man sehen, wie viele Coins man hat? Nee, man kann die erst am Ende der Folge sehen. Oder man ist gut im Zusammenzählen. Nein! Das war ein bisschen doof gerade. Aber wir können natürlich nochmal von oben anfangen, denn von oben hat man immer den besseren Blick. Es war schon, hatte schon damals die Alpha-Eule gesagt, die ich war, glaube ich. Und dann haben wir, ja, können wir nochmal die Coins mitnehmen. Also eventuell ist irgendwie Sterben gar nicht immer so scheiße. Das kann man sich manchmal gönnen vielleicht, wenn man so 3 oder 4, ich weiß nicht. Also ich glaube persönlich, dass es eine gute Taktik ist, wenn man halt ab und an nochmal von oben anfängt und dann vielleicht mal einfach da nach unten rusht oder so. Aber ich glaube schon. Naja, ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen werden. Ich habe keine Ahnung, wie viele Coins wir aktuell haben, aber wenn wir die Runde noch gewinnen sollten, die zweite, wäre das doch ziemlich cool. Wir sind auf Platz 1, 2 gerade hier momentan. Aber Sumkami ist auch relativ gut dabei. Kommen wir da runter? Nee, ich gehe lieber, reicht's von Herzen her? Ich weiß es nicht. Bestimmt, oder? Ich gehe, glaube ich, mal, komm schon. Ja, okay, wir haben nur 1,5 Herzen verloren. Ab und an habe ich irgendwie das Gefühl, verliert man mehr Herzen als nachts. Keine Ahnung. So, da kommen wir auch ordentlich runter. Da sind wir schon auf dem Baum und sind schon fast unten, oder? Guck mal, da ist noch so ein Block, den können wir noch eben mitten in den Coin-Block. Den sollten wir auch schaffen. Aber Sumkami ist relativ gut dabei. Sprich, ja, 2,5 Herzen, da kommen wir noch runter. 2 Herzen. Ah, es wird knapp da. 2 Herzen, da kommen wir auch noch runter, oder? Und 1,5 Herzen, schaffen wir das? Egal, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben 40 Blöcke Zeit. Faraday ist da gerade auch. Der ist da relativ weit oben noch. 30 Blöcke. Ja, jetzt haben wir 3 Herzen. Das müsste eigentlich reichen. Oder komm, wir warten noch kurz. Wir warten noch kurz. Wir warten noch kurz. Und ja. Oh, wir haben 2 Herzen verloren. 2. Runde auch gewonnen. Ja. Aber gut, das ist eine App, die ich irgendwie gar nicht mag, die ich gar nicht kann. Aber hier können wir erstmal so außenrum vorbeilaufen. Hinter uns sind auch ein paar Leute, die wollen mich jetzt auch bestimmt haben. Wir können mal eben versuchen, alle hier runter zu. Ja, komm, wir alle auf mich drauf gehen jetzt, nur weil ich Erster bin oder was? Ach, come on, wir müssen weg hier. Wir müssen weg, wir müssen weg. Ein Herz. Ah! Wir müssen. Komm, wie die mich alle verfolgen wollen. Die Idioten. Ohne Witz, die verfolgen mich alle jetzt, nur weil ich gut bin oder wie. Ja, Mann, ey. Aber sind wir erstmal nach oben gekommen. Hoffentlich, ja, okay, alles safe hinter uns. Wir haben ein Herz, aber das macht ja nichts. Wir haben noch schon mal einen Coin-Block. Den können wir mal eben nehmen. Haben noch ein paar Coins. Führen wir da mal zurück und gehen mal den Weg weiter nach unten. Wir müssen jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so viele Coins mitnehmen. Einfach nach unten gehen den Weg und dann schaffen wir das schon irgendwie hoffentlich. Das sollte doch reichen dann eventuell. Ja, also das gibt, glaube ich, nicht mehr viel anzusprechen. Ich bin mal gleich aufs Deathmatch gespannt, was es so ergeben wird, das Ganze. Und dann, ja, gucken wir einfach mal, ob wir da irgendwas reißen werden. Ja, nochmal einen Coin-Block bekommen, aber okay,
da nach unten kommen wir jetzt nicht, oder? Da, das reicht nicht von der... Oder kommen wir da hin? Bestimmt, oder? Aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob es reicht von... Ja, komm, jetzt haben wir 5 Herzen, das ist aber... Wir können sonst nirgendwo hingehen. Wir müssen da hingehen, oder? Komm, wir springen da mal hin. Ja, 5 Herzen, das reicht. Aber ansonsten haben wir keine weiteren Chancen, da hinten hinzukommen. Ja, mit 5 Herzen schaffen wir das! Nein! 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 Ach, come on! Ja, der Sumikai wird es jetzt eh gewinnen. Ja, guck mal, Gewinner Sumkami heißt da. Aber jetzt beginnt die spannende Phase. Jetzt sind wir hier quasi im Auswahlmenü. Wir haben 1280 Coins. Also passt auf, erstmal 30 Level. Dann ein Eisenschwert, habt ihr gesagt, soll ich holen. Dann sollte ich mir noch Rüstung holen. Aber ich glaube, wir können das schon auf Dia gehen. 140 können wir holen. Ja, wir haben 600. Schuhe, Hose. Ja, das passt doch alles sehr gut. Dann eventuell noch können wir verzaubern. Das Eisenschwert auf Stufe 3 auf jeden Fall. 30 Level hier. Jetzt bekommt man drauf Schärfe 4, Haltbarkeit 3 und Verbrennung 2. Ist sehr geil. Und die Rüstung soll ich nicht verzaubern, habt ihr gesagt. Weil ansonsten wird das Schwert schwächer werden oder so. Dann nehmen wir nochmal irgendwie Enterhaken, Feuerzeug, Sprengstoff. Ja, nee. Es gab noch irgendwo so extra Herzen oder so Nahrung. Ein paar goldene Äpfel sind, glaube ich, auch noch drin. Können wir mal so 4 mitnehmen. Aber irgendwo gab es da noch irgendwie so, ja, ja, mit Tränke. Wir können noch mal irgendwie einen Trank. Ne, obwohl, warte mal. Wo ist denn die extra Herzen? Bei Spezial. Ach da, ein extra Herz. Guck mal. Wir haben jetzt 2 extra Herzen bekommen. Alles klar, mehr können wir nicht kaufen. Aber wir hätten vielleicht doch nicht zwingend Dia-Rüstung nehmen müssen. Wir hätten auch irgendwie gucken können, dass wir da noch ein paar extra Herzen nehmen oder so. Ah, keine Ahnung. Aber oder ein Bogen wäre auch noch vielleicht ganz interessant gewesen. Mal gucken, ob wir was reißen können jetzt gerade. Wir nehmen schon mal einen goldenen Apfel, so pre-kampfmäßig. Dann haben wir schon mal einen Apfel intus. Wir haben ja genügend Äpfel gerade. Da sind die ersten Typen. Da ist der erste. Guck mal hier. Oh mein Gott, der hat aber auch ein gutes Schwert gehabt. Aber wir haben den relativ leicht besiegt. Noch mit ordentlich vielen Herzen. Und da sind die nächsten beiden Typen. Können wir den auch bekommen? Den ist auch... Guck mal, wie schnell die alle down sind. What the fuck? Richtig schnell sind die alle down. Den kommen wir auch relativ schnell down. Es leben noch 3 Spieler. Und dann haben wir es schon fast geschafft in diese Runde. Wir haben noch einen besseren Harnisch. Den können wir eben mal tauschen. Es leben nur noch 2 Spieler. Ich und ein anderer Typ. Und wir haben jetzt diese 5 goldenen Äpfel. Die holen wir uns nochmal eben. Kurz müssen wir natürlich den Typen noch finden. Wo ist denn der Typ jetzt? Wir haben natürlich eine... lange, lange Reise hier vor uns, die wir da irgendwie erstmal finden müssen oder so, wo er eventuell sein könnte. Aber hier gibt es ja auch noch Häuser, ne? Keine Ahnung, wo ich den irgendwie finden soll oder so. Dann kann ich nach oben gehen hier auch noch und dann, guck mal, der kann sich ja irgendwie verschanzen mit seinem No-Equip oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, was mit dem los ist, aber keine Ahnung, wo der sein könnte. Da ist der, lol, da ist der, im Wasser ist der. Warum ist denn der da? Ich kann mal eben meinen Bogen ein bisschen, den ich da gefunden habe, mal eben benutzen. Der hat auch ganz guten Stuff. Lol, der hat Wasser. Läufer. Der hat Wasserläufer. Okay, alles klar. Das ist natürlich auch eine ganz gute Taktik. Das macht er gar nicht so ungeil. Ne? Aber hat, glaube ich, keinen Bogen oder so kann das sein. Zumindest will er irgendwie nicht kommen. Aber er brennt halt eben auch. Das ist natürlich auch ein kleines Problem. Oh, what the fuck? Okay. Ah, ich verstehe schon. Die Taktik von ihm ist eigentlich relativ interessant. Er hat nämlich Wasserläufer genommen. Sprich, er kann über Wasser laufen und hat eben auch ein ganz krasses Knockback. Ich glaube, das macht schon Sinn, was er da gerade macht, weil ich kann jetzt überhaupt nicht ins Wasser gehen, weil wenn ich ins Wasser nämlich gehen würde, ist er sofort irgendwie, kann er mich wieder wegpushen. Jetzt hätten wir die Enterhakenangel benutzen können. Hätten wir die geholt, wäre das ganz geil geworden gegen so Taktiktypen. Aber die Taktik von ihm ist auch richtig interessant. Wir können jetzt mal versuchen hinzugehen, aber wir werden jetzt schon, ja, wir merken das eben, wir können es einfach nicht. Also sobald wir eben hingehen wollen, wir müssten halt entweder ganz weggehen. Jetzt geht das, komm, jetzt können wir es versuchen vielleicht. Ah, Wasserläufer ist schon eben extrem geil. Also da kann man wirklich ein bisschen raffiniert das Ganze angehen, glaube ich. Wir nehmen nochmal kurz einen goldenen Apfel, dann sind wir jetzt hoffentlich auf dem Weg, ihn da zu bekommen. Er geht nach vorne wieder. Ja, nee, das wird alles, das ist richtig scheiße, weil er einfach die... Ja, guck mal, wir kommen da nicht gegen an, gegen ihn. Wir haben da echt keine Chancen irgendwie, da irgendwas zu reißen. Er schafft es halt mit seinem Knockback. Ja, das ist... Nee, das ist Horror. Das ist echt Horror gegen diesen Bogen da. Aber er ist halt eben dann ein Bogenspieler. Wenn ich mit dem Schwert rangehen würde, wäre innerhalb von 2 Hits down oder 3 Hits. Das wäre so easy. Aber durch seinen Bogen macht er das eben schon relativ interessant und gut. Und vor allem ist der Bogen auch überhaupt nicht schwach. Der ist richtig stark, der Bogen. Also da müssen wir mal gucken. Jetzt sind wir mal auf dem Land erstmal. Vielleicht können wir den irgendwie... Wir müssten ihn halt nur mit einem Schwert irgendjemand Hit geben können. Aber nee, das ist halt... Das ist richtig, richtig schlimm und schwer, gegen ihn hier irgendwas zu reißen. Wir haben jetzt auch keine goldenen Äpfel mehr. Aber er hat auch nicht so viel Herzen. Aber guck, er macht's einfach... Guck mal, wir haben da keine Chance gegen so einen Bow-Spammer mehr oder weniger. Klar, er hat es eben genommen wegen seinem Kit und so, oder weil er eben seine Taktik so ausgemalt hat. Wir haben jetzt 3 Herzen gerade. Wir können da nichts gegen machen. Wir kommen nicht an ihn ran. Mit seinem Knockback kommen wir da nicht an ihn ran. Wir haben keine Chancen, ihn irgendwie zu besiegen. Das werden wir verlieren. Trotz richtig guten Equip und geiles Schwert, aber ihr seht es selber. Naja, bis zum nächsten Mal und Ryan, macht es gut. Ciao.